Carlos Bernegger, es sind noch 3 Spiele. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine Plauschfahrt machen auf Lausanne runter. Nein, überhaupt nicht. Ich denke, Lausanne ist gefordert, dass das nach dem Sieg von Servet für das Spiel etwas machen, um zu gewinnen. Und wir wollen so präsentieren, wie wir uns noch bis jetzt präsentiert haben, und das Ergebnis gegen FCZ noch korrigieren. Nachher hat man dann auch noch gegen Servet. Das sind die beiden Mannschaften, die um einen Abstieg kämpfen. Also man ist, glaube ich, der Liga und der ganzen Schweiz schuldig, dass man 2x Vollgas gibt. Wir sind uns selber schuldig. Wir müssen niemandem zeigen oder beweisen. Wir wissen, was wir für eine Verantwortung haben. Und wir wollen vor allem unser Spielstil verstärken, verbessern. Und von daher werden wir jedes Spiel so reingehen, wie bis jetzt der Fall gewesen ist. Es ist komisch, Lausanne-Kampf gegen den Abstieg spielt aber immer sehr defensiv. Erwartet Sie jetzt ein defensives Lausanne oder denken Sie, dass die Stürme werden ohne Ende? Ich erwarte, dass die kontrolliert und immer noch auf eine Situation offensiv gleich effizient oder erfolgreich beenden können. Ich denke, wenn die Mannschaft immer so sich präsentiert hat, nicht auf einmal wird von Verteidigung auf Angriff alles umschalten. Ich werde sicher genau müssen überlegen, aber ich tendiere, dass der Lausanne sich wird präsentieren, wie bis jetzt der Fall gewesen ist, und dann überdauert versuchen so zu knacken. Also es wird ein geduldiges Spiel, und wie gesagt, wir müssen auf uns schauen, und dann es wird sich das Spiel so richtig präsentieren für uns. Es sind noch 3 Spiele, es haben sicher nicht alle gleich viel gespielt im Kader. Lässt sich da etwas sagen zum Schluss von der Meisterschaft? Ja, die Überlegungen sind immer noch vorhanden, aber man muss sich dort das verdienen. Das ist ein Prozess, wo ich überwache, und von daher werde ich die nötige Überlegung machen, was hilft die Mannschaft in der jetzigen Situation, um gewisse Veränderungen noch zu machen. Also auch das knallharte Leistungsprinzip, es reicht nicht, wenn man 19 ist und noch nie gespielt hat, dass man wirklich noch zum Einsatz kommt. Definitiv. Ich denke, man muss sich das verdienen, und von daher, wenn jemand sich das verdient hat, das heißt, das hilft die Mannschaft. Und von daher, es wird immer noch diese Beobachtung und Beurteilungsprozedere von mir sein. Personell wird man auf den Lescano und den Rangelauf müssen verzichten. Hochstrasser ist gesperrt. Haben Sie schon eine Idee, wie Sie die Absenzen ersetzen? Nein, die Möglichkeit besteht im Mittelfeld mit den Alain Wyss oder mit den Mundwiller oder Kreisiu. Dort die Position 8 oder mit einem doppelten 6 zu spielen. Von daher, das sind dort die Überlegungen, so ein bisschen in diese Richtung, sagen wir mal so.